bereit, ja. Jo, willkommen zurück hier bei ME3 Turnier 2015. Der heutige Kampf ist Starkiller gegen Wiesel 185. Gute Freunde, die kennen sich auswendig. Und wer weiß, wer von den zwei gewinnt. Ich war mal besser als Wiesel, aber mittlerweile ist Wiesel besser als ich, nehme ich an. Für alle. Also Dretzwetz hat noch Glück gehabt, er ist noch im Turnier dabei. Ja. Weil ich will ja ungern, dass welche aus dem Turnier disqualifiziert wird. Ja, sicher! Oh, jetzt geht's, Entschuldigung, ich habe mal die Kommentare vergessen zu sagen. Ja, der erste Schuss hat Wiesel gemacht mit 1-0 und dahinter ist mit 1-1 der Starkiller und es ist ein schönes Spiel jetzt. Es wird ein schönes Spiel, es muss ein schönes Spiel sein und wir wollen, dass es ein schönes Spiel wird. Was ist, wenn das Spiel hässlich ist? Wiesel hat den nächsten Punkt geholt mit 2-1. Ey, das ist voll uncool. Es ist erlaubt, wenn man sich auf der Stelle bewegt. Starkiller ist schöner und Wiesel hat den Punkt geholt. Also, hier ist Starkiller. Wie sieht das denn aus? Gott. Starkiller tut sich ein bisschen rummängeln, er meckert ein bisschen rum. Wiesel ist eindeutig ein besserer Spieler als Starkiller. Ach nein, ich will jetzt nicht hier ein bisschen rum. Ja, das ist Diskriminierung von Network-Spielern. Wer wird der Sieg gewinnen? Wer wird der Sieg holen? Wiesel oder Starkiller? Schreibt das in die Kommentare. Vielleicht auch keiner von beiden. Vielleicht wird auch Unentschieden geben, dann gibt's nur einen Punkt. Oh, das ist doch wieder mal so ein tolles. Und Starkiller holt sich den Punkt. Der Starkiller hat einen schlimmen Gegner vor sich. Ihr wisst, die Community, ihr wisst ja, wie Wiesel drauf ist. Er hat mal seine schlechten Tage oder mal seine guten Tage. Belassen wir das. Okay. Ja, natürlich. Wieso holt sich der nächsten Punkt? 4-2 und sind 7 Minuten zu spielen. Ja. Das ist die Scheiße, wenn es gerade nicht an ist. Oh Gott. Ui, das war knapp. Starkiller holt sich den Punkt mit 4-4. Es ist Gleichstand. Oh, da ist gerade eben ein Stangenblöckchen. Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Wie es lohnt sich den Punkt? Und Starkiller holt wieder ausgleichen. Ich habe ausgeglichen. Was meint ihr an die lieben Mitspielern? Wer wird von den zwei gewinnen? Starkiller oder Wiesel? Wollt ihr vielleicht auch meine Meinung wissen? Ja, kannst ruhig was sagen.
Hui, das war knapp. Und Starkiller geht in Führung. Unglaublich. Er geht in Führung gegen Wiesel. Meine Attacken. Ja, scheiße. Und Wiesel hat den Ausgleich wieder geholt. Es steht ja, 6 zu 6. Ja, Wiesel, du bist der Beste. Gott, ich hab Angst, ich sterbe schon wieder. Kann mir einer von euch sagen, ob heute was Gutes im Fernsehen kommt? Es steht noch Ausgleich für beide und es sind 5 Minuten zu spielen. Du sagst das so locker, du meinst, es sind immer noch 5 Minuten zu spielen. Da kann viel passieren. Da können noch mehrere Leute sterben. Wird dramatisch. Genau, das wird dramatisch. Oh, wow, wow, das ist sehr originell von Starkiller. Er guckt den Leiche an. Was soll ich dazu sagen? Er steht eher auf Leichen. Und was macht er jetzt mit der Leiche? Er tut sie missbrauchen. Sowas. Starkiller hat sich Punkt. Ist wieder in Nein, Führung. Nein, das Lämmer habe ich nicht missbrauchen. Das ist Teebeutel. Und Wiesel macht ihm wieder den Ausgleich. Und es sind noch vier Minuten zu spielen. Du müsstest mal einen Freund von mir kommentieren lassen, er kann dir auf alles eine Antwort geben. Muss im Unterricht aufpassen. Das ist genial, ne? Ihr habt doch so ein Bild in die Gruppe geschickt, wenn die Lehrerin sagt, du sollst nicht mehr lachen, für mich sieht das in etwa auch aus. Oh Mann. Wenn beide einen Punkt holen, steht wahrscheinlich alles etwas sicherer für Starkiller und Wiesel. Aber wenn die nächste Gruppe, nicht die nächste Gruppe, die nächsten zwei Spieler, einer davon gewinnt, wird sich alles entscheiden. Drei Minuten zu spielen. Hitmager hat Wiesel gemacht. Eieiei. Er schießt durch ein Blech. Er hofft, dass er trifft. Wieso guckt er so schön? Oh, Wiesel. Der Wiesel ist im Verzweifeln. Er weiß nicht, was er machen muss. Starkiller ist irgendwie hochmotiviert. Er weiß, was er macht. Er will den Sieg und dreht sich im Kreis. Und wird krank, kriegt schon wieder einen Hitmarker von Wiesel. Wiesel. Oh, ich durch die Wand ohne Hitmarker hole, ne? Lol. Und er hat durch den Blech geschossen und es ist noch ein Hitshot gewesen. Ja, natürlich, ich war voll drauf, das ist uncool. 8 zu 7, Wiesel geht in Führung. Eieiei. Schon wieder ein Hitmarker. Wiesel hat einen Hitmarker. Und Wiesel geht ganz in Führung mit 2 Punkte. 9 zu 7. Eieiei. Oh, Eilung. Das ist doch keine halbe Stunde. Eieiei. So lange gekommen bis an Wiesel. Es tut mir leid. Es sind noch 1,5 Minuten oder 1 Minute und 15 Sekunden zu spielen. Kann sein, dass Wiesel das Spiel für sich übernimmt. Wiesel dreht durch. Wiesel dreht wirklich durch. Und Wiesel freut sich. Es sind noch 1 Minute zu spielen. Starkiller ist noch da am Dreck und liegt da rum und sieht wahrscheinlich ein paar Steinkümpchen. Und Wiesel dreht sich noch im Kreis. Eieiei.
Was soll ich dazu sagen? Noch eine halbe Minute zu spielen. Man sieht im Hintergrund den Wiesel so schön drehen, solange der Starkiller die ganzen Staubkörnchen zählt. 15 Minuten noch. 15 Minuten, alter Schwede. 15 Sekunden. 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und das Spiel ist vorbei. Wiesel hat die Schlacht gewonnen. Mit 9 zu 7. Wer hat das denn erhofft? Wer hat das denn gedacht, dass der Wiesel seinen nächsten Punkt holt? Ja, und das war's mal wieder mit dieser Turnier. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Turnier 2015 von MW3. Ich sag da mal Tschüss und Ciao, Ciao.